Hallo und herzlich willkommen zu meiner Zusammenfassung der Liechtensteinischen Landesbank Group Generalversammlung 2018, 26. ordentliche Hauptversammlung, Generalversammlung in der Tennishalle Schaan in Liechtenstein. Wie gewohnt vorweg vielleicht kurz zur Zufahrt. Ich bin mit dem Auto wie meistens üblich zugefahren, wohne derzeit im Sheraton Hotel in Dornbirn, also im Panoramahaus nennt sich das hier. Und von da aus sind es ungefähr 20 Minuten zur Generalversammlung gewesen. Das fährt man über die A13 in der Schweiz von Dornbirn aus, also über die Grenze drüber, über die Schweiz runter. Und dann direkt bei Liechtenstein fährt man von der A13 ab. Und ein Tipp für alle, die vielleicht mal hinfahren wollen, gebt ins Navigationssystem nicht, also ich fahre immer mit dem iPhone, weil mein Navi ist nicht mehr so aktuell im Auto, das heißt, ich verwende meistens die iPhone-Karten-App und da hat man Tennishalle Schaan nicht gefunden, wenn man einfach eingibt, hätte ich von Anfang an machen sollen, als Adresse im alten Ried, im alten Ried, so heißt das, ja. Dort ist nämlich der Parkplatz von der Generalversammlung, dann wird man direkt mit dem Navigationssystem hingeleitet, der Parkplatz ist kostenlos, man wird eingewiesen und direkt vis-à-vis dieser Halle, das heißt man geht ungefähr eine Minute dann noch zu Fuß über die Straße und kann dann also bequem hier sozusagen zufahren und teilnehmen. Das Ganze ist sehr groß aufgebaut. Ich war ja vorgestern bei der BTV, bei der Bank für Tirol und Vorarlberg, der Drei-Banken-Gruppe. Im Vergleich dazu war das schon deutlich größer aufgebaut. Registrierung ist in einer ersten Halle gewesen. Man geht dann weiter über so eine kleine Brücke in die Haupthalle. Und da ist der Aufbau ähnlich, wenn ihr euch erinnern könnt, wie bei der EMI AG, wo also schon die gesamten Tische zum Essen aufgestellt sind und dann jeder so sich einen Platz sucht, wo er gleich direkt dann eben auch an der Generalversammlung teilnimmt und im Anschluss dann das Abendessen in diesem Fall serviert bekommt. Am Tisch lag auch nochmals dann die Tagesordnung. Und gleich der Menüplan aufgelegt, was es dann nachher zu essen geben würde. Um 18 Uhr war dann die Eröffnung durch Georg Wohlwend, den Verwaltungsratspräsidenten, wie das eben auch vorgesehen ist. Er begrüßt alle Aktionäre, alle Anwesenden, sowie vor allem natürlich auch die Politiker Liechtensteins. Man muss bedenken, Liechtenstein, das Fürstentum Liechtenstein ist der größte Aktionär, so wie ich das rausgehört habe, natürlich immer alles ohne Gewähr, was ich sage, haben wir das so versucht zu merken, der größte oder Hauptaktionär der Liechtensteinischen Landesbank, was ich auch an sich ganz gut finde, als kleiner Aktionär, dass also hier da in dem Fall so ein Hauptaktionär dahinter steht, der natürlich auch ein großes Interesse, zum Beispiel auch eine Dividende, weil davon das Fürstentum Liechtenstein natürlich sehr gut profitiert, muss man sagen, von der Dividende, die die Liechtensteinische Landesbank jährlich ausschüttet. Man hat dann drei Kernthemen mal kurz erwähnt, um die es geht. Also die anhaltenden tiefen Zinsen drücken natürlich auf die Marge. Das haben wir schon gehört bei der Swissquote Group zum Beispiel auch, wenn ihr euch erinnern könnt, haben wir ein kleines Video dazu. Und bei verschiedenen anderen Banken, wo ich bei der Hauptversammlung in der Generalversammlung war, hat man das natürlich logischerweise immer erwähnt. Und auch nur ein bisschen eine Erhöhung des Zinses würde sich natürlich deutlich auf die Bilanz auswirken und von dem her sage ich mal, für mich persönlich Bankaktien derzeit gar nicht so uninteressant, denn in Wahrheit wird irgendwann, also tiefer runter wird es mit den Zinsen nach meinem persönlichen Ermessen als Privatanleger, als Interessierter nicht mehr gehen. Das heißt von dem her, und das ist auch schon relativ eingepreist, glaube ich durchaus, dass wir Potenzial in Bankaktien jetzt dann haben werden in weiterer Folge wieder. Dann zweites Thema war IT, MiFID 2 Anpassung etc. Und dann das dritte Thema, Digitalisierung, als ganz ein wichtiger Kernbereich derzeit bei der Liechtensteinischen Bank auch die letzten Jahre gewesen. Man hat also das gesamte Serviceangebot digitalisiert und der Hauptteil läuft jetzt eigentlich von den Kunden auch digital ab. Also sprich über Online-Banking, über Kartenzahlungen, über Self-Service etc. Trotzdem soll natürlich die Tradition, Tradition trifft Innovation, ist also das Slogan bei der Liechtensteinischen Landesbank. Und
Das soll natürlich die Tradition der Beratung trotzdem nicht verloren gehen. Die LLB weiß also von dem her, die LLB-Gruppe weiß also, dass sie Antworten hat, auch in einer schwierigen Zeit. Und beweist dieses also auch durch ihre Zahlen. Ja, so, was haben wir jetzt noch? Ja, was sind die großen Heimatmärkte von Liechtenstein, Schweiz, Österreich? Ist also der Kernbereich, wo die Bank tätig ist. Man hat die Semper Privatbank in Wien übernommen. Das war eine Akquisition, eine relativ große, damit man also auch hier sehr stark ins Geschäft in Österreich nochmal eben reingekommen ist, also erweitern konnte, ausbauen konnte. Dann habe ich noch das andere aufgeschrieben. Ja, und dann war noch die LLB Swiss Investment AG, die zweite große Akquisition in der Schweiz. Ja, sie haben durch die strukturierte Kostendisziplin, die starke Kostendisziplin, war also trotz der Investments ein sehr gutes Ergebnis möglich und die digitalen Services helfen natürlich auch dabei, Kosten einzusparen. Es geht also um eine kluge Kombination aus Tradition und Technik oder Innovation, wie eben so schön der Werbeslogan sagt, wurde also hier erwähnt. Und als Beispiel wurde genannt, um wie viel natürlich durch Digitalisierung zum Beispiel die Vergabe von Krediten schneller und vor allem auch kostengünstiger vom Personalaufwand her geht. Das ist ja das, wo eigentlich alles hingeht. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt dann nach Tallinn und Riga fliegen werde, wo ich also die Fintech-Unternehmen genauer anschaue, über die ich ja Privatdarlehen vergebe mit sehr attraktiven Zinsen. Und das verfolgt im Endeffekt ein ähnliches Ziel. Und wenn ihr euch erinnert, mein Video von Julius Bär, Generalversammlung, wo ja auch die sogar an einem Fonds arbeiten, der eben in diese Darlehen investiert, in die ich direkt investiere, dann ist das natürlich sicherlich, zumindest für mich, sehr interessantes Feld, auch parallel zu Aktien zu sagen, okay, ich habe auch was mir monatlich Einkommen verschafft, wo ich monatlich Rückzahlungen habe mit sehr guten, attraktiven Zinssätzen durch meine Darlehensnehmer. Vierte Gewinnsteigerung in Folge war das bei der Liechtensteinischen Landesbank. Und die Liechtensteinische Landesbank spielt auch eine zentrale Rolle für das Fürstentum Liechtenstein, auch wegen der Dividendenzahlung, die natürlich ordentlich Geld in die Staatskasse spült, aber natürlich auch in die Kassen der restlichen Aktionärinnen und Aktionäre. Man hat erinnert, dass die Liechtensteinische Landesbank sehr wichtig ist für die Wirtschaft von Liechtenstein, aber natürlich auch von den anderen Ländern, in denen sie tätig ist. Die Kredite werden gerade in Liechtenstein bei der Wirtschaft hauptsächlich durch die Liechtensteinische Landesbank vergeben. Die Liechtensteinische Landesbank ist also eng mit dem Finanzplatz Liechtenstein als solches verbunden. Die LLB-Aktie, die Liechtensteinische Landesbank-Aktie, hat den Kurs deutlich gesteigert, wie man sich anschauen kann im Kursverlauf. Und die Dividende wurde um 17,6% erhöht. Das ist also jetzt eine ungefähre Dividendenrendite von 4%. Ja, dann ist man noch auf Organisatorisches eingegangen und die Konformität der Einladung etc. Man hat daran erinnert, dass mindestens 50% der Stimmen anwesend sein müssen für die Gültigkeit der Generalversammlung. Man hat die elektronische Stimmabgabe erklärt und erklärt, wenn jemand sich zu Wort melden möchte, wie das in der Schweiz auch üblich ist, dass dann der Aktionär, die Aktionärin den Namen, den Vornamen und den Wohnort angeben soll zu Beginn der jeweiligen Rede. Ja, dann Ablauf der Abstimmung Gerät erklärt und dann gibt es das Wort über zu Group CEO Roland Matt, der dann über das Geschäftsjahr berichtet hat, das organische Wachstum beschrieben hat, erwähnt er, dass sehr viele Einnahmen auch durch Kommissionen vom Handel also entstanden sind. 2017 war das Jahr der Digitalisierungsoffensive in der Bank. Digitalisierung verändere das Verhalten von uns allen, darauf muss sich vor allem auch eine Bank einstellen. Auch die Filialen wurden auf Digitalisierung umgestellt, man hat ja a priori auf SB
auf einen innovativen SB-Bereich umgestellt und die Angestellten sind also a priori für die Beratung, dann für eine kompetente Beratung zur Verfügung stehen. Er hat dann nochmal genauer die Akquisition von der Constantia Privatbank AG und von der LLB Swiss Investment AG erklärt, wo es vor allem um den Eintritt in den Schweizer Fondsmarkt ging. Die LLB ist also mit einem Pionier im Fondsgeschäft und ja, dann noch ein Ausblick auf das Geschäftsjahr. Geht natürlich in erster Linie jetzt mal um die Integration beider Akquisitionen, Investments in die Innovation und man will also die Digitalisierung vorantreiben weiter. Und dann hat er sich noch bedankt bei den Kunden für das Vertrauen, so bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja auch das ermöglichen, und den Aktionären und Aktionären für ihre Treue und Unterstützung. Damit ging das Wort an Georg Wohlwend zurück. Er hat dann die Präsenz bekannt gegeben, es waren 865 Aktionäre anwesend, das heißt also das 50%-Quorum wurde überschritten und wir waren beschlussfähig. Es gab eine Wortmeldung vom Regierungschef Adrian Hasler als Vertreter des Hauptaktionärs, also sprich als Vertreter des Landes Liechtenstein. Er hat dann ein bisschen ausgeholt im Sinne auf, im Endeffekt kann man sagen, auf Werte, auf die Werte des Fürstentums Liechtenstein angegangen, der EU. Zahlreiche Regelungen seien also dazu befolgen, aber Regeln hätten Grenzen und Werte als Verhaltensanker, klare Grundwerte, so wie es auch bei der Bank ist, integer, Respekt, voll exzellent und wegweisend soll ja die Liechtensteinische Landesbank als Grundwerte haben, wir auch im Geschäftsbericht übrigens sehr schön ersichtlich. Ich würde euch also auch dringend empfehlen, den Geschäftsbericht euch anzuschauen, Investor Relations mal reinschauen und downloaden, ist sehr gut aufgebaut, erklärt auch die Geschichte der Bank nochmal ganz genau und auch das wirtschaftliche Marktumfeld, eine sehr gute und wertvolle Analyse finde ich für uns Privatanleger drinnen enthalten. Aktionärsstruktur genau erklärt, das Land Liechtenstein hielt 2017 unverändert 17,7 Millionen LLB-Aktien, das sind 57,5% des Aktienkapitals zum Beispiel, kann man hier dann direkt herauslesen. Weil ich es gerade offen habe, vielleicht auch gleich zur Dividende, die beträgt eben 2017 jetzt 2 Schweizer Franken pro Aktie und wie ich schon vorher gesagt habe, das sind dann ungefähr 4% Rendite. Wohl eine kleine Kritik habe ich noch, zwar geile Digitalisierungsoffensive, sogar mit Online-Geschäftsbericht, mit sicherlich interessanten Video-Interview mit Roland Matz, allerdings ein Problem, trotz Digitalisierungsoffensive, man hat den QR-Code offensichtlich zu stark verkleinert. Und dadurch kann ich hier nicht mehr weitergeleitet werden. Und ja, finde ich eigentlich schade, hätte ich mir gern gleich direkt angesehen. Und da habe ich zum Beispiel in meinen Büchern eben darauf geachtet, dass der immer von der Vergrößerung so ist, dass er auf jeden Fall noch funktioniert. Beim iPhone geht es ja mittlerweile direkt, wenn man einfach nur die Kamera-App aufmacht, gleich direkt hinein. Bei anderen Telefonen bräuchte man noch so eine zusätzliche QR-Code-Reader-App. Aber wie gesagt, schade, dass es nicht funktioniert. Bitte nächstes Mal ein bisschen größer. Ich habe auch sonst nirgend mehr im Geschäftsbericht einen QR-Code gefunden, der mich jetzt zu dem Video bringen würde. Vielleicht finde ich es irgendwo auf der Homepage. Ja, sonst gab es keine weiteren Wortmeldungen. Damit ging es zur Abstimmung. Genau, dass der Geschäftsbericht sehr gut aufgebaut ist und ich unbedingt empfehle, den zu lesen, habe ich jetzt schon gesagt, das habe ich noch aufgeschrieben. Ich bin leider auch mit dem Mitschreiben nicht ganz immer mitgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen zu langsam, aber mit dem Geschäftsbericht seid ihr also da sowieso besser dran. Ich will ja nur einen kurzen Überblick, einen Input einfach geben und anregen, sich jeweils weiter mit, wenn es einen interessiert, mit etwas zu beschäftigen. Natürlich wie immer alles ohne Gewähr. Keine Anlageempfehlung, sondern reine Zusammenfassung eines interessierten Privatanlegers. Ja,
Dann wurde noch verwiesen zum Schluss, nach der ganzen Abstimmung, an den nächsten Termin, die 27. ordentliche Generalversammlung wird am 3.5.2019 wieder in der Tennishalle Scharn stattfinden. Ich möchte auf jeden Fall wieder dabei sein. Und man hat dann noch das Geschenk erklärt, das man im Anschluss bekommen hat. Ich würde sagen, wir schauen da gleich gemeinsam rein in einer schönen Box. Da ging es also um sozusagen die LLB trifft Nachbarn, also was sozusagen für die Staaten jeweils besonders ist. Und da hat man also einen Honig reingegeben als Zeichen für Österreich, Dabo-Honig, die Nüsse aus der Schweiz und den Käse aus Liechtenstein als kleines Aktionärsgeschenk mitgegeben. Und dann war die Einladung zum Abendessen. Da gab es also, gut, das Menü kann ich euch ja nochmal einblenden. War wirklich ausgezeichnet, muss ich sagen. Am ersten Moment klingt das wenig, so ein Gourmet-Teller, aber das war also in der Fülle, werdet ihr das Foto, blende ich euch jetzt auch gleich im Hintergrund dann einsehen. Doch so, dass auch jemand, der so wie ich gerade vorher Fitnesscenter besucht hat und Sport gemacht hat und richtig Hunger hat, also absolut satt wurde. Und nachher gab es dann auch noch ein gutes Dessert. Also ein wunderbarer, gelungener Abend für Leute wie mich. Und ja, was ist eure Meinung dazu, würde mich interessieren. Was sagt ihr zur Liechtensteinischen Landesbank? Für mich auf jeden Fall ein interessantes Investment, muss ich sagen. Auch schon allein aufgrund der Diversifikation in einer anderen Währung, in einem anderen Staat. Das habe ich ganz gerne, also auch in der Aufteilung. Ich möchte jetzt nicht ein reines Heimatdepot haben, sondern ich bin ja so bewusst global investiert in der EU, außerhalb der EU, in Europa, wie zum Beispiel Schweiz und Liechtenstein, aber natürlich auch zum Beispiel USA oder Asien. Ja, ich wünsche uns alles, alles Gute, freue mich auf Austausch immer jederzeit. Alles Liebe, tschüss, euer Bernhard. So, wieder was vergessen, aber wie gesagt, bei diesen Videos schaue ich jetzt eigentlich nicht so auf einen perfekten Filmschnitt oder sonst was, sondern mir geht es wirklich um unseren Austausch und darum, dass ich uns das mitteilen kann, was, glaube ich, hilfreich ist, vielleicht für manche von uns, was vielleicht für manche von uns interessant ist. Und ich wollte noch kurz wieder sagen, wieder ein Thema ist, eingehen auf das Outfit bei dieser Generalversammlung. War also deutlich weniger elegant wie als bei der BTV vor ein paar Tagen, ja, bei der Bank für Tirol und Vorarlberg, wo wirklich alle Herren in Anzug und Krawatte waren. Ich war, glaube ich, so ziemlich fast der Einzige an dem Tag, der keine Krawatte getragen hat. Heute, ich habe mir gedacht, obwohl es eine Bank ist, Banken sind allgemein immer eher die Aktionäre eleganter gekleidet, dachte ich mir dann trotzdem, ich habe keine Lust, ich ziehe mir einfach so ein Sakko an, ein Hemd und eine helle Hose. Schon etwas eleganter für eine Bank extra, aber ich bin Aktionär, sprich ich bin nicht angestellt und ich habe keine Lust, mich in einen Anzug zu quälen. Das ist der große Vorteil als Aktionär und war aber in dem Fall so, dass es so vollkommen reingepasst hat, war also genau im Durchschnitt alle Aktionärinnen und Aktionäre dort. Und was ich auch noch sagen wollte, ja, Buffet, also wirklich, weil ich danach gefragt wurde, ich soll das beurteilen, ja, das war absolut top. Ja, das kann ich an dieser Stelle sagen, also so 1 plus oder wie man das beurteilt. Wie beurteilt man das? Erklär mir das nochmal, ja, mit diesen Noten. Okay, also tschüss, alles Gute nochmal.